Heute wiegen ja Kräfte auf uns, dass es klopft und tätscht. Der Blutmond, was heute oben zu sehen gibt, ist ein ganz seltenes Naturspektakel. Und genauso bewegend wie am Himmel geht es auch in der heutigen Sendung zu und her. Schön sind Sie dabei. Guten Abend miteinander. Anfangen müssen wir leider mit einer traurigen Nachricht. Der Zirkus Knie hat heute verkünden, dass der Clown Speedy, der 24 Jahre lang Teil des grössten Zirkus der Schweiz war, gestorben ist. Sein Counterfei zieht unsere hunderten Noten. Der Alberto Giacometti ist so etwas wie ein Nationalheld. Der Bildhauer ist so einzigartig, dass ihm die Fondation Bayerler, das Kunstmuseum bei Basel, aktuell eine Ausstellung widmet. Gestern haben seine berühmten langen Skulpturen aber Konkurrenz aus Hollywood bekommen. Und voller Leben sind auch die Protagonisten jetzt. Gerade zwei Prominente haben Grund zum Glücklichsein. Das sind unsere News vom Tag. Bei diesen hohen Temperaturen im Moment tauchen wir ja alle gerne mal ab. Der Schweizer Peter Golla taucht allerdings noch ein bisschen länger als wir normalerweise. Er ist weltweit der beste Freitaucher. Wir haben einem Extremsportler einen Besuch abgestattet. Ja, bestimmt. Und auf neue Rekorde hoffen wir auch nächste Woche. Dann müssen bei uns Schweizer Nationalräte an die Säcke. In vier Städten kämpfen 12 Parlamentarierinnen und Parlamentarier in 2 Teams für ihre Partei um die goldige Helvetia. Heute gibt es einen kleinen Vorgeschmack. Wir freuen uns auf die goldige Helvetia. Nächste Woche geht es los. Das war es für heute. Am Sonntag hat mein grossartiger Kollege Dani Fahler den Schauspieler Stefan Kurt bei sich im Glanz und Gloria Weekend zu Gast. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und nicht vergessen, einen Blick in den Himmel zu werfen oder alternativ auf srf.ch vorbeizuschauen. Dort gibt es ab der 9:30 Uhr einen Livestream von der Mondfinsternis. Ade miteinander.